COOL steht für kooperatives und offenes Lernen und bereitet uns für die spätere Arbeitswelt vor. Kooperativ, da wir sehr viel in Teamarbeiten bzw. Gruppenarbeiten erledigen dürfen. Dadurch sollen wir lernen, eigenständiger zu sein und auch die Verantwortung für uns selber, aber auch für unser Team zu übernehmen. Offen bedeutet am COOL-Halbtag, dass wir uns selber aussuchen dürfen, wann wir das machen, also mit welchem Arbeitsauftrag wir starten. Wir dürfen uns aber auch den Raum aussuchen, wo wir überhaupt arbeiten. Und wir dürfen uns auch unsere Gruppe bzw. unseren Partner aussuchen, mit wem wir arbeiten. Das heißt, wir haben an diesem Halbtag quasi keinen 50 Minuten Frontalunterricht. Offen bedeutet aber auch, dass wir unsere eigenen Lösungswege finden. Dadurch haben wir sehr viel mehr Freiheiten als im klassischen Unterricht. Das macht mir besonders viel Spaß. Die COOL-Halbtage sehen so aus. Morgens starten wir mit einer Aktivierungsübung, damit wir fit fürs Lernen sind. Weil wir digital mit Notebooks arbeiten, schauen wir auf der Plattform Microsoft Teams nach, welche Aufgaben in welchen Fächern zu erledigen sind. An unserem COOL-Halbtag haben wir 4 verschiedene Fächer. Damit starten wir. Falls Fragen auftauchen, helfen wir uns zuerst gegenseitig. Aber man kann auch die jeweilige Lehrperson fragen, die gerade anwesend ist, oder per Chat im Teams. Dass Lehrer uns vertrauen und uns selbstständig arbeiten lassen, finde ich an diesen COOL-Halbtagen eben besonders cool. Fachliche Kompetenzen sind das eine, wichtig sind aber auch die sozialen und personalen Kompetenzen, Arbeit im Team, Zeitmanagement oder sich Wissen selbst aufzubereiten. Das Wissen ist ja da, aber wie kann ich es am besten lernen? Die Lehrpersonen werden hier zu Coaches und Lernbegleitern, die Schülerinnen und Schüler übernehmen das aktive Lernen selbst. Nicht zu vergessen sind hier natürlich auch digitale Skills, die in COOL besonders zum Einsatz kommen. Für mich als Lehrperson ist es besonders schön zu sehen, Schülerinnen und Schüler nicht nur in ihrer fachlichen Entwicklung zu begleiten, sondern auch in ihrer Entwicklung als Persönlichkeiten. Ja, wir an der HTL Dornbirn treiben COOL aus unterschiedlichen Gründen voran. Ganz wichtig ist für uns, dass wir in den Gesprächen mit Unternehmen, mit der Wirtschaft, mit Industrie gemerkt haben, dass es nicht nur auf fachliche Kompetenzen ankommt. Immer mehr wird uns gesagt, dass wir die Schüler auch zu selbstverantwortlichen Lernen ausbilden sollen. Sie sollen sich selbst motivieren können, sie sollen selbst Lösungsstrategien erarbeiten. Und COOL ist ein perfekter Weg, um diese Kompetenzen, um diese Fähigkeiten bei unseren Schülerinnen und Schülern zu stärken und zu entwickeln. Ich sehe COOL an der HTL Dornbirn so, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren in jeder Klasse ein COOL-Halbtag stattfindet. Ich möchte, dass das auch abteilungsübergreifend ist. Das heißt, eine Klasse zum Beispiel aus der Chemie arbeitet mit einer Klasse aus der Informatik zusammen. Hier können die Schülerinnen und Schüler ihre Dinge austauschen, in Spezialgebieten sich ergänzen und das Ganze gemeinsam erarbeiten. Gerade in der Werkstätte ist Teamwork sehr wichtig. Auch hier kommen die COOL-Methoden zum Einsatz.